Der Stückgutfrachter Volgo Bald 195 fuhr am 16. Dezember bei schönstem Sonnenschein in den Wismarer Hafen ein. Das Schiff brauchte 3 Tage von seinem Start in Panu, Estland. Der Frachter ist im Jahr 1976 gebaut worden und fährt seitdem unter der Flagge Russlands. Volgo Bald misst 114 Meter in der Länge und 13 Meter in der Breite. Am selben Tag verließ der Stückgutfrachter den Wismarer Hafen.